Hallo zusammen. Da mich immer wieder Fragen zur Dateistruktur des Keyboards erreichen, hier nochmal ein Video zum Thema Songbook-Einträge. Bei dem neuen PA5X ist es genauso wie bei den Vorgängermodellen. Man kann einen Songbook-Eintrag anlegen, und zwar quasi endlos viele. Und zu einem Songbook-Eintrag, also zu einem Titel, kann man 4 Keyboard-Sets belegen, also Klangeinstellungen. Im Vergleich dazu, bei dem Yamaha Genos hat man 10 Registrationsplätze. Eine weitere Besonderheit, ein Unterschied ist, dass man zusammen mit den 4 Klangeinstellungen nur eine Information zum Rhythmus abspeichern kann. Also welchen Style und welche Variation man gewählt hat, wird abgespeichert, bleibt aber dann für die 4 Keyboard-Sets gleich. Da kommt natürlich die Frage, was ist denn, wenn ich den Rhythmus ändern will? Beispiel in diesem Video Ramona, da kommt zuerst so eine Art Rumba und im zweiten Teil im Refrain ein eingeschaffter Style. Nun, das ist ganz einfach zu lösen. Ich lege einfach 2 Songbook-Einträge an. Ihr seht hier mein Songbook Ramona 1 und Ramona 2. Und damit ich das während des Live-Spiels nicht hier mit einem spitzen Finger umschalten muss, habe ich mir diese beiden Songbook-Einträge in die Songbook-Setliste rübergeschoben. Ich wechsle jetzt zur Setliste und ihr seht, hier habe ich einmal die beiden Einträge angelegt. Das sind große Tastenfelder und da kann ich natürlich sehr komfortabel während des Live-Spiels umschalten. Ein Songbook-Eintrag mit 4 möglichen Klangeinstellungen und der nächste wieder mit 4 möglichen Klangeinstellungen. Nun natürlich die Frage, klappt das mit dem Umschalten vom Sound her auch reibungslos? Wollen wir es einfach einmal testen. Während des Live-Spiels schalte ich um und es soll dann logischerweise mit dem nächsten Takt auch der neue Rhythmus erklingen. Versuchen wir es einmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich schalte einmal relativ spät um im Takt. 1, 2, 3, 4. Immer noch nahtlos. 1, 2, 3, 4. Ihr seht, das funktioniert sehr gut und hierzu meine Hörprobe Ramona.